Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden. Alles hat geklappt. Wir starten weiter mit einer Waffe und zwar nicht der Typ 11, die kommt diese Woche etwas später, sondern der Brenn. Die Brenn ist sozusagen die Long Range Meter schlechthin. Nichtsdestotrotz habe ich sie minimal anders gebaut, ein, zwei Aufsätze, und auch wenn einige von euch die vielleicht schon gesehen haben, will ich sie euch trotzdem nicht vorenthalten. Ich persönlich spiele sie nicht mehr so oft. Sie hat eine sehr lange, langsame Feuerrate, bei vergleichsweise einem geringen Magazin. Trotzdem tausendmal besser als das MG42, wenn ihr bedenkt, dass ihr dort zwar eine hohe Feuerrate mit einem großen Magazin habt, was kaum Recoil hat, braucht ihr allerdings auch das große Magazin von den 100 Schuss, um zwei Gegner niederzustrecken. Wenn ihr Glück habt, schafft ihr drei, aber das ist eher die Seltenheit. Das sage ich nicht, weil meine KD gedroppt ist auf Caldera von 1,8 auf 1,1 oder weiß was ich was, sondern weil es einfach eine Tatsache ist. Die Schadenswerte der MG42 sind halt viel geringer als der von der Brenn. Die Brenn dagegen hat halt 35, 40 Schuss, gucken wir uns gleich an, ich glaube 40. Und ihr schafft mit diesem Magazin ebenfalls auch 2 bis 3 Gegner. Ohne Probleme, jedoch ist die Feuerrate etwas geringer, dafür die Schadenswerte höher. Das, was mich persönlich am meisten stört, weswegen ich nach wie vor sage, Build Comfort before Meta, ist einfach die Tatsache, dass mir sie A, etwas zu viel Sichtfeld raubt und B, ich immer wieder mit mir struggle, weil ich mit dem Movement nicht so konform gehe. Klar, ich habe meine MP als zweite Auswahl, um schneller zu moven, um besser voranzukommen. Aber in einem Gunfight, auch wenn ich meine Waffe habe, mit der ich in dem Moment fighte, wechsle ich nicht ständig. Und ja, deswegen spiele ich momentan ein bisschen andere Kombi, außer ich bin Solo oder Duo. Dann nehme ich auch die Brenn mit. Aber so viel erstmal zum Vorwort, um das mal euch irgendwie klarzustellen. Wie, was, wo, warum. Gucken uns jetzt die Klasse ein bisschen genauer an und gehen rein da. Die Brenn. Ihr seht schon, ich spiele sie mit einer SMG. Kaltblütig, aus meiner Sicht fast notwendig. Overkill, das ist klar. Fährtenlaser. Flammendes Wurfmesser ist ja immer noch mein Liebling. Und die Betäuber auch. Ich switch so ein bisschen zwischen Stim und Betäuber. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Betäuber bringt mich ein bisschen mehr voran. Aber Geschmackssache. SMG haben wir schon, die MP40, oder habe ich euch schon vorgestellt. Also jetzt die Brenn. Ihr seht es schon, wenn ihr sie aufgenommen habt vom Groundloot, also grau lasst bitte liegen, grün, wenn es gar nicht anders geht, okay. Blau und lila könnt ihr auf jeden Fall mit umgehen und kommt dieser Klasse sehr nah, und Gold ist eigentlich schon fast die perfekte Klasse. Über das Visier lässt sich streiten, aber das ist wieder eine Geschmackssache. Wir gehen rein, ich erkläre euch das und so weiter und so fort. Als Mündung kann ich euch nur empfehlen, MX Schalldämpfer oder den Rückstoßbooster. Bei dem Rückstoßbooster könnt ihr nochmal so einen Ticken an Feuerrate halt eben mit rauskitzeln und auch das Movement. Größte Problem ist aber A, dass die Präzision, so wie es da steht, damit ist ursprünglich sicherlich irgendwo der Blumeffekt gemeint gewesen, aber die Präzision leidet wirklich drunter. Ihr werdet es merken, wenn ihr den Rückstoßbooster drauf habt, dass nach den ersten paar Schüssen das Ding halt wirklich definitiv nicht mehr so konstant drauf ist und der Recoil ein bisschen schlechter zu kontrollieren ist, auch wenn die Kontrolle eigentlich hier unten ist, merkt man es trotzdem. Und der zweite Nachteil ist halt einfach, ihr habt keine Mündungsverdeckung. Wenn ihr in einem Vierer spielt und eh ständig irgendwie im Kreuzfeuer seid, im Sandwich, aufgrund eurer Spielweise, dann könnte man ruhig auf den MX-Schalldämpfer verzichten und den Rückstoßbooster mitnehmen. Viele werden euch heute noch den Quecksilber-Schalldämpfer empfehlen. Ich persönlich kann davon abraten, aus dem ganz einfachen Grund, dass ihr zwar einen besten Rückstoßkontroll habt, aber ihr raubt euch halt wieder Reichweite. Und wir wollen hier insbesondere bei dieser Waffe oder halt auch allgemein bei anderen Waffen
wollen wir halt auf das Maximum an Reichweite gehen. Ihr seht auch oben, ich habe die Waffe nicht komplett hochgelevelt. Wenn ihr sie im Multiplayer levelt, ihr werdet sehr schnell denken, oh shit, die Waffe ist richtig ass. Erst ab Level 38 ist ganz okay und ab Level 50 kann man sie auch solide schon sehr, sehr gut in der Zone spielen. Das sind nachher nur die Griffe. Alles andere habt ihr schon vorher freigeschaltet bei 38, 40. Gehen wir auf den Lauf, weil ihr seht das schon, der letzte Lauf, der hier noch kommt. Wir sehen das hier nicht. Ich habe es im Rangard Multiplayer jedoch mir angeguckt. Der bringt uns hier nicht weiter voran. Raubt uns wieder viel, viel zu viel als das, was wir benötigen. Der dritte Lauf raubt uns hier auch Körperschaden, Rückschusskontrolle und so weiter. Schön, dass der Kopfschussschaden hoch ist, aber es bringt uns alles nicht so viel. Auch wenn die Entfernung hier wesentlich besser ist. Wir haben hier den ersten Lauf, der uns mehr Schaden bringt und keine Ahnung was. Aber der zweite Lauf ist der Lauf, der definitiv entscheidend ist. Also der zweite Lauf hier, der Way to Go. Als Unterlauf ist Geschmackssache. Ihr könnt hier von Anfang an den Schnitzer nehmen, seid jedoch damit etwas langsamer im Visier, was ich persönlich sehr schade finde. Präzision aus der Hüfte für mich nicht so entscheidend. Rückschusskontrolle ist schon ganz geil. Einige switchen später um auf den schweren Vordergriff. Hat halt nicht wirklich Nachteile, außer dass er uns jetzt im Gegenteil zu dem anderen, den ich drin habe, Präzision und Kontrolle raubt, was jetzt nicht so schlimm ist. Hier weiter hinten der Handstopper, der noch kommt und keine Ahnung was, die bringen uns nicht weiter voran. Ich habe mit Absicht den Strive genommen, weil Zielstabilität beim Laufen allgemein und die Präzision nach oben geschraubt ist schon ganz gut und ich bewege mich halt nun mal auch mit der Waffe. Und deswegen stört es mich nicht so, dass die Sprint to Fire Time hier etwas reduziert wird. Ich möchte halt auch im Movement beim Schießen eine relativ gute Kontrollierbarkeit haben und die habe ich halt mit diesem zweiten Lauf. Wenn ihr damit nicht klarkommt oder sagt, nee, Sprint to Fire ist mir wichtig, dann, wie gesagt, nehmt den Schnitzer, bis ihr den schweren Vordergriff habt, fertig. Damit war es das. Mehr braucht ihr eigentlich auch gar nicht. Ihr seht also, das hier hinten ist nicht weiter wichtig. Als Magazin nehmen wir hier das erste Magazin. Wir wollen viel Schuss haben, guten Schaden und eine gute Schussrate. Der Schaden wird zwar hier minimal minimiert, aber durch die Schussrate wird das so ein bisschen ausgeglichen und ist das, was uns eigentlich auch voranbringt. Und Rückschusskontrolle, Präzision, ich glaube, wir brauchen, muss ich euch nicht erklären. Also 40 Schuss hier echt das Optimum. Die 50 Schuss wiederum, die ihr nachher freischaltet auf Anfang 50, 52, 53 irgendwie so, bin mir nicht zu 100% sicher, bringt euch nicht wirklich viel und bringt euch nicht wirklich weiter, weil ihr genau diese Sachen verliert, die wir bei dieser Waffe brauchen, weil wir halt auf Distanz gehen. Und wir verlieren Reichweite minimal, wir verlieren aber auch vorwiegend Kontrolle, Präzision und noch mehr Mobilität. Okay, Strike Pack Chronos Max regelt, aber wir wollen mal realistisch bleiben, es ist Bullshit. 30 Schuss zu wenig, 100 Schuss, naja, das gleiche Spiel. Das beste Magazin, was ihr also darauf spielen könnt, ist 6,5 Sakura 40 Schuss Magazin, das nehmen wir natürlich mit. Jetzt ist die einzige Sache, die halt hier ärgerlich ist, die mir halt noch fehlt, ist bei der Munition. Selbstverständlich nehmen wir da verlängern mit. Ich habe jetzt hier Vollmantel-Munition drin, weil sie mir einfach keine Nachteile bringt. Zerfall könnt ihr halt auch noch mitnehmen. Finde ich aber schade, dass hier halt so ein bisschen Schaden anscheinend flöten geht, was ich nicht so schön finde. Vollmantel halt ganz geil, wenn man durch die ganzen Holzhütten donnert und keine Ahnung was. Ist halt schon ein bisschen besser. Brand, halt komplett ein Bullshit. Wieder Reichweite, Kugelschnelligkeit, das, was wir halt auch wollen. Ich will das nicht alles durchgehen, ihr wisst, was ich meine. Also Vollmantel und natürlich nächste Level ist hier verlängert drin. Gar keine Frage, ohne Wenn und Aber kommt da verlängert mit. Kommen wir zum Griff. Auch hier ist der letzte Griff nachher so eine Sache, die man mitnehmen kann. Aus meiner Sicht gibt es hier aber zwei bzw. drei andere Griffe, die das Optimum sind und das Maximum aus der Waffe rausholen. Ich habe mich für den Rastergriff entschieden, aus dem Grund keine wirklichen negativen Nachteile und Rückschusskontrolle geht nach oben, also wird verbessert. Genau deswegen nehmen wir das mit. Ihr könnt aber auch eben den Holzergriff spielen. Rückschusskontrolle geht hier noch einen Ticken mehr nach oben und Präzision aus der Hüfte kommt halt dazu. Da ich Präzision aus der Hüfte für mich nicht bevorzuge und vor allen Dingen ZV-Geschwindigkeit, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich liebe es und ich mag das und ich brauche das, dass eine Waffe schnell im Visier ist und
Ich habe ihn gespielt, wo die anderen Griffe noch nicht freigeschaltet waren. Für mich uninteressant. Probiert es aus. Holstergriff definitiv top. Rastergriff nehme ich mit. Und der dritte Griff, der halt hier noch ganz geil ist, euch aber halt ein paar Sachen raubt, die, ja, Sprint to Fire ist wieder nicht so schlimm, aber ZV ist für mich persönlich zu doll. Also ich merke es zu, das sind nur ein paar Millisekunden, es triggert wahrscheinlich einfach nur, es ist bescheuert. Ich persönlich finde halt einfach, dass es mich zu sehr stört. Ihr habt aber hier sehr viele gute Vorteile, die euch raufkommen. Also ich kann euch nur empfehlen, probiert den gekerbten Griff aus. Spielt zum Anfang mit dem Holzergriff und dann entscheidet euch zwischen diesen beiden Griffen, was euch, wenn ihr sagt, ZV ist nicht so schlimm, ist mir scheißegal, dann nehmt den gekerbten Griff, ihr werdet es lieben. Der letzte Polymer nicht. Wie hieß denn der letzte? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mir sowas mal aufschreiben, wenn ich länger reingucke. Ist ja auch egal. Letzter Griff bringt auf jeden Fall nicht sehr viel mehr. Scheißegal. Schaft, nehmen wir hier den ersten Schaft. Ihr könnt rein theoretisch, das ist das Einzige, was Sinn macht. Schaft entfernt macht keinen Sinn. Eichenschild gepolstert macht ebenfalls keinen Sinn. Anfänglicher Feuerrückstoß ist ganz cool und keine Ahnung was, aber für Bewegungstempo. Es sind jetzt viel zu viele Sachen, die uns geraubt werden, was ein bisschen schade ist und was wir nicht wollen. Und der anfängliche Rückstoß ist schön, aber dafür ist gefühlt der Rückstoß danach umso höher. Also mit dem Eichenschild war ich definitiv nicht zufrieden. Mit dem letzten Schaft aus dem, den man hier freischalten kann, kann ich nur sagen, in Rengard waren die Stats eine Katastrophe. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der genau halt, genau dieser Schaft eben mega gut wird für Warzone. Und die einzigen beiden Schäfte aus meiner Sicht, die Sinn machen, sind entweder der Hockenson 2P2B wegen der Verbesserung und der Dauerfeuer. Anfänglicher Feuerrückstoß dafür, aber merklich höher. Das merkt man auch. Sie kickt gleich ein bisschen schneller nach oben. Und ihr verliert trotzdem auch allgemein Zielstabilität und die Waffe ist so ein bisschen ungenauer. Hält sich nicht so gut in der Waage. Wenn sie im Visier ist, schwankt sie ein bisschen mehr. Das sind alles nur kleine Nuancen, machen sich aber bemerkbar und deswegen ZV zwar sehr, sehr schade, dass wir die hier verlieren, aber aus meiner Sicht kann ich das verkraften. Bewegungstempo ist mir erstmal scheißegal. Ich nehme den mit, weil er genug andere positive Sachen hat, die ich halt eben brauche. Zielstabilität, Rückschusskontrolle, Zuckenwiderstand auch sehr gerne gesehen und geschenken Gaul, guckt man jetzt Maul. Präzision, also der erste schafft hier mit am besten. Ihr seht also, ihr müsst nicht unbedingt bei der Waffe auf Max sein. Einer der wenigen Waffen, bei denen das so ist. Jetzt zum Visier, wieder eine Empfindungssache. Das menschliche Auge sieht viele Sachen immer ein bisschen anders, mehr oder weniger. Jeder hat eine andere Wahrnehmung. Auch wenn ich mein Bild schärfer gemacht habe mit Nvidia-Filtern, spiele ich irgendwie doch sehr gerne mit dem V16. Viele sagen, das ist nicht die wahre Pracht, das ist nicht die wirkliche Vergrößerung, das ist nicht so schön. Ja, das ist nicht ein Maximum, aber ich für mich, auch wenn ich dann die Augen so ein bisschen zusammenkneife und dichter gehe, habe einfach das Gefühl, dass ich mit diesem Visier am besten klarkomme. Aber wenn euch das zu wenig ist, macht ihr kein Zehnfach auf, keine Sorge. Dann nehmt ihr selbstverständlich, wenn ihr Assi spielen wollt und ekelhaft sein wollt, das MK12 Nachtsichtgerät mit. Auch wenn einige kaltblütig haben, man kann es noch so ein bisschen erkennen. Raubt euch halt wieder ZV. Die Vergrößerung ist halt nicht 2,5, sondern dreifach. Also ihr habt 0,5 mehr. Und gefühlt ist der Rückstoß besser zu kontrollieren. Wenn ihr aber sagt, nee, Digga, damit komme ich gar nicht klar, dann nehmt halt das Visier, was sonst auch viele andere nehmen und was ich auch schon auf genug Waffen gespielt hat. Mich triggert halt nur dieses Umschalten zwischen dreifach und sechsfach so ein bisschen. Und ständig auf sechsfach möchte ich halt auch nicht sein. Das ist eigentlich so der einzige Nachteil. Ich hätte gern so ein 4,5, was irgendwie cool ist, weil das Typ 97 ist nicht so cool. Das SVT 40 PU kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Solltet ihr mitnehmen. Ich persönlich habe mich fürs G16 entschieden. Damit sind wir eigentlich so bei den Gefühlssachen und Attachments, was das angeht, am Ende. Extra 2 voll geladen ist halt wirklich, wirklich lukrativ, weil Durchatmen, Schlagdistanz, schneller Nahkampf, Überschuss, Verteidiger, schlagkräftig. Warum solltet ihr nicht voll geladen mitnehmen? Als extra 1 haben wir ein paar Sachen, die ganz cool sind.
Zielerfassung zum Anfang, wenn ihr noch nicht mehr freigeschaltet habt, solltet ihr es auf jeden Fall mitnehmen. Ist eine gute Sache und bringt euch halt keine negativen Nachteile. Und ich habe halt bis zum Schluss, bis fester Griff freigeschaltet war, Abriss gespielt. Auch ganz geil, gerade wenn man auf Fahrzeuge schießt und so weiter und so fort, was ja öfter mal vorkommt. Auseinandernehmen habe ich geskippt. Fingerfertigkeit, ja, okay, die Waffe lädt jetzt nicht übel schnell nach, aber ich finde, ich habe halt von der anderen Sache halt einfach mehr Präzision, halt ein Dauerfeuer ist einfach cooler und man könnte sonst auch noch Stütze mitnehmen, aber auch da sehe ich es so, von dem extra fester Griff habt ihr einfach mehr, weil ihr seid viel öfter im Dauerfeuer und viel länger. Das heißt, anfängliche Präzision ist zwar schön und gut, das sind immer die ersten 4, 5, 6 Schüsse, keine Ahnung was, aber das Magazin hat nun mal 30, 40 Schüsse und ihr seid da halt, ja, ihr habt halt mehr vom festen Griff. Nichtsdestotrotz, das definitiv, so wie ihr es seht, die beste Klasse für die Brenn momentan, Season 1 nach dem Patch, über die Feiertage, schieß mich tot. Da gibt es nicht viel dran zu diskutieren. So solltet ihr sie spielen. Es freut mich, wenn ihr bis hier geguckt habt. Und wenn ihr nur geskippt habt oder jetzt hier gerade an diese Stelle reinskippt, ist auch okay. Es würde mich trotzdem freuen und eins wäre mir ein innerliches Blumenpflücken, wenn ihr ein Abo dalasst, fleißig kommentiert, abonniert und ja, wir sehen uns zum nächsten Video. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ein paar Waffen haben wir noch durchzunehmen, aufzuarbeiten. Es bleibt auf jeden Fall interessant, auch was mit der Map passiert, was wir noch für Events kriegen und so weiter und so fort. Es gibt viele Ungereimtheiten, viele Sachen, die nicht so cool sind, aber ich denke, Caldera in ein, zwei Monaten wird sie erliegen. Das ist meine persönliche Meinung. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich danke euch fürs Zugucken. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal.